Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Blender-Tutorial. In den letzten Folgen haben wir halt mal den Objektmodus kennengelernt und wie wir halt Objekte rendern können als einzelne Bilder und wie wir Objekte erstellen und auch wie man ihnen halt Farben verpasst. Aber auch eigentlich am wichtigsten an der ganzen Sache ist der Editiermodus, also der Edit Mode. Und dieser Modus erlaubt es uns, direkt Objekte in sich zu transformieren. Wichtig dabei ist, dass ihr bedenkt, wenn ihr den Edit Mode anschaltet, habt ihr das wirklich nur für ein einzelnes Objekt. Der Objektmodus wiederum ist dazu da, halt mit mehreren Objekten gleichzeitig zu interagieren. Wenn ihr also den Edit Mode für ein Objekt anschalten wollt, müsst ihr dieses jeweils einfach selektieren mit Rechtsklick. Und dann auf Edit-Modus. Alternativ geht das auch einfach mit Tab. Also wenn ihr die Tab-Taste drückt, könnt ihr da zwischen den Modi ganz schnell hin und her switchen. Ist für schnelle Bearbeitungen ziemlich praktisch. Und werde ich auch sehr, sehr häufig wahrscheinlich nutzen. Ja. Dazu noch die Info. Hier ist ja jetzt dieses Objekt, was wir haben. Und das besteht aus drei verschiedenen Komponenten. Einmal solchen Punkten, den Kanten und den Flächen. Und um diese jeweils ordentlich zu bearbeiten, gibt es die Möglichkeit, zwischen Kanten, Punkten und Flächen hin und her zu schalten. Wenn wir jetzt hier das so ansehen, können wir die Flächen auswählen, weil wir hier unten das Flächensymbol ausgewählt haben. Und jetzt könnten wir hier die Kanten auswählen, weil wir halt das Kantensymbol ausgewählt haben. Alternativ können wir auch wieder zurück auf die Punkte gehen. Für wirklich sehr genaue Arbeit oder so ist direkt die Arbeit mit Punkten zu empfehlen. Wenn man natürlich sehr viel gleichzeitig irgendwie an einem Objekt ändern möchte, ist es meistens auch sehr, sehr gut, einfach mal den Flächenmodus einzuschalten. Vor allen Dingen, wenn man jetzt, keine Ahnung, einen gigantischen Kreis hat, so wie diesen hier, und gleichzeitig ganz, ganz viele von diesen Flächen bearbeiten möchte. Da wäre es ein bisschen doof, wenn man jetzt wirklich jeden einzelnen Punkt auswählt. Und da kann man über den Flächenmodus wesentlich mehr gleichzeitig tun. Ja. So. Wir haben ja eigentlich die so ziemlich selben Möglichkeiten der Transformation. Halt für Punkte, ja, Kanten und Flächen. Der einzige kleine Unterschied ist nur bei diesen einzelnen Modi, dass die Skalierung bei Punkten mit einem einzelnen Punkt natürlich nicht funktioniert. Weil ein Punkt ist ja was Eindimensionales an sich und hat deswegen einfach keine Tiefe und auch keine Länge oder sonst irgendwas. Es hat halt nur eine Position. Genauso ist die Rotation halt mit R bei dem Punkt nicht möglich. Das geht einfach nicht. Wenn man jetzt wiederum zwei Punkte auswählt, kann man die natürlich rotieren. Mehrere Objekte wählt ihr einfach da aus, indem ihr halt Shift drückt und gleichzeitig halt mit der rechten Maustaste auf ein weiteres Objekt halt drückt. Das funktioniert im Edit-Modus wie auch im Objektmodus ganz simultan. Genau. Die Alternative wäre mit STRG, könnt ihr das auch auswählen. Aber da müsst ihr beachten, dass wenn ihr jetzt hier zum Beispiel diesen Punkt, die halt keine Verbindung miteinander haben, auswählt mit STRG, dann wird automatisch ein Pfad geschaffen, um halt dorthin zu kommen. So könnt ihr teilweise wirklich ziemlich gut arbeiten, wenn ihr ganz, ganz viele Punkte oder sowas habt. Und halt genau einen Pfad haben wollt, der da irgendwo lang führt, und ihr seht das quasi schon, dass der da lang führt, dann könnt ihr halt wirklich über STRG dann diesen Pfad auswählen. Ganz alternativ dazu gibt es dann auch noch die Möglichkeit, wenn du wirklich hier so ein Objekt mit ganz, ganz vielen Flächen hast und ganz, ganz vielen Punkten, dann könnte man Shift und Alt drücken. Und jetzt hier, weil wir ja Punkte haben,
drücken wir hier auf die Kante und wählen den gesamten Kreis aus quasi. Das geht auch für die Querkante. Dann wählen wir das halt in dieser Richtung aus. Dasselbe funktioniert dann auch mit den Flächen. Wenn wir das hier auf die Kante drücken, dann werden halt alle Flächen dort ausgewählt, genauso wie hier. Da müsst ihr aber aufpassen, dass ihr da nicht irgendwie, wenn ihr schon was selektiert habt, wird das meistens erstmal wieder gelöscht und halt deselektiert. Ja. Und jetzt haben wir erstmal halt die Auswahl von Kanten und Ähnlichem. Ja, so sieht es besser aus. Und dasselbe geht halt, wie gesagt, mit jedem Objekt, was irgendwie aus irgendwas besteht. Also aus Kanten, Flächen und so weiter. Ja. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass ihr in den meisten Fällen wahrscheinlich mit einem Würfel nicht wirklich weit kommt. Deswegen kann man mit E, wenn man E gedrückt, einfach einmal E drückt und hier schon die Achse sieht und auf Linksklick mit der Maus macht, können wir das Objekt erweitern. Wir extruden das. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich so ausgesprochen wird, aber wird so geschrieben. Und können damit halt wirklich ganze Teile, halt auch hier wieder die Achsenauswahl mit Y, X und Z, können da halt wirklich ganze Flächen und Ähnliches einfach aus dem Objekt rausziehen und vermehren halt. Und dadurch können wir dann alle möglichen Formen dem Objekt geben. Weil jede Fläche, die wir dann halt erstellen, jede Kante, jede Ecke, man kann selbst Ecken einfach extruden, so, genau, die sind dann halt nicht sichtbar, die Ecken. Alles, was Flächen hat, ist natürlich sichtbar, aber die Ecken, wenn man sie einfach so extrudet, sind die halt nicht sichtbar. Deswegen werden wir jetzt einfach mit X löschen. Hier gibt es dann die Anfrage, was genau wollen wir überhaupt löschen? Da sind einmal die Ecken, die Kanten und die Flächen. Wir wollen jetzt eine Ecke löschen und dann ist sie weg. Wenn ihr natürlich den hier macht mit X und macht jetzt nur die Kanten weg, dann habt ihr auch wirklich nur die Kanten gelöscht. Und gleichzeitig alle Flächen, die mit den Kanten zusammenhängen. Das ist manchmal ganz praktisch, wenn ihr es wirklich braucht, dass ihr irgendwie was verbockt habt oder so und denkt euch, na gut, dann muss ich das jetzt wieder löschen. Aber was ist, wenn ihr zu viel zum Beispiel gelöscht habt? Kann ja mal passieren. Da gibt es hier die Möglichkeit, mit F wieder Dinge hinzuzufügen. Und das gilt halt nicht nur für Kanten, sondern halt auch wirklich, wenn man bis zu 3 Punkte auswählt, könnt ihr auch eine ganze Fläche wieder zurückstellen. Und so könnt ihr das alles wieder auffüllen mit F halt. So. Dann machen wir das hier noch weg und können hier einfach eine Kante löschen. So. Jetzt haben wir hier so ein durchlässiges Objekt. In den meisten Fällen ist es zu empfehlen, nicht mit irgendwelchen durchlässigen Objekten zu arbeiten. Ich mache das mal hier einfach so als Anschauung. Ist ja jetzt nicht so wichtig, weil wir brauchen das später nicht nochmal. Und es ist immer besser wirklich für Animationen und Ähnliches, dass das Objekt komplett zusammenhängend ist am Ende. Denn es kann dann passieren, dass es euch die gesamte Animation oder sowas zerhaut, wenn wirklich irgendwas offen ist. Und dann sieht das einfach nur komisch aus. Ja. Als nächstes kommen wir zu einem auch sehr wichtigen Punkt. Nämlich, wir wollen halt, dass eine Fläche jetzt nicht mehr nur aus nur einer Fläche besteht, sondern aus mehreren Flächen gleichzeitig. Bei einer Fläche, die gleich ein Quadrat ist zum Beispiel, wie wir es hier haben, also ist ja fast ein Quadrat, da sollte sich jetzt einfach die Fläche direkt unterteilen in 4 andere Flächen. Das geht über verschiedenste Wege. Einmal haben wir hier irgendwo
Gottchen, wo war's denn? Hier, Subdivide. Die Funktion, dass man da einfach draufklickt und somit ja, halt dieses Kreuz erzeugt und das so geteilt hat. Da aber auch wieder ist Vorsicht geboten. Wir wollen ja versuchen, immer wieder mit halt vier Ecken zu arbeiten. Und hier haben wir dummerweise durch dieses Subdividen ein Fünfeck erstellt. Es sieht zwar nicht ganz nach einem Fünfeck aus, aber es hat hier eine fünfte Ecke. Das kann uns bei Animationen oder ähnliches manchmal etwas stören. So, das wäre es dann schon wieder für dieses Tutorial und wir sehen uns dann später in der Woche, wenn das nächste Video hochgeladen wird. Bis dahin, tschüss!